Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator 22 mit mir, der Koch im Club 29. So, er hat den Punkt gefunden, er fährt ab, so wie wir es uns auch geplant haben. Rechtzeitig wieder da gewesen. So, mal gucken, er fährt jetzt hoch zum GCH Getreidespeicher. Unser Cosplay Drascher, er fährt weiter hier, wartet dann natürlich, bis der Traktor kommt. Aber das sollte sich eigentlich gut ausgehen. Das sollte jetzt reichen, der Drosche noch für den Rest des Feldes. Gucken wir, dass der New Holland hier gut ankommt. Beobachte das immer so die ersten Male gerne und lasse dann nachher komplett alleine fahren. Einfach mal umzuschauen, wie sich das Ganze verhält, um das natürlich auch zu verstehen. Ja, wenn ihr Erfahrung mit Autodrive habt, lasst es mir doch zukommen. Würde mich freuen, hier und da der ein oder andere paar Tipps und Tricks. Wie gesagt, ich bin ganz, ganz weit am Anfang von Cosplay. Hier die Kurse sind alles, habe ich alle übernommen aus einem Download. Danke dafür. Und das geht ganz gut immer, wenn sich da jemand Mühe gibt. Und das ist echt ein Haufen Arbeit. Also nur die Standardkurse korrigieren auf der Hut Belleron, hat mir einer gesagt, so zwischen um die 5 Tage rum. Sitzt ihr da dran? Mit nicht nur den Namen da vergeudet. Weil wenn er automatisch übernimmt aus den Giants-Daten, die Giants mitgibt, sind die Kreuzungen hier nicht so gut eingefahren wie die hier. Darum. So. Jetzt geht's bergauf. Jetzt kann er sich hochquälen da. Es gibt ein längeres gerades Stück ohne Kreuzung. Jetzt wird er dann auch wieder schneller. Autodrive erkennt das relativ gut, habe ich es mir so mitbekommen, wo er hin will und was er machen soll in Zukunft schon und voraus. Und ja, zeigt jetzt oben auch im Feld die Fahrzeit an, bis er wieder zurück ist am Feld. Das sind jetzt noch 3:08. Bis dahin hat er abgeladen und dann auch wieder am Feld unten angekommen. Ne, fahre zum Abladepunkt. Er braucht noch 3 Minuten, um zum Abladepunkt zu kommen. So war das, glaube ich, genau. Gucken wir derzeit mal, was der Drescher macht. Er drischt und drischt und drischt. So soll es sein. Der Kollege hier hat keinen Bock mehr. Okay. Das ist natürlich jetzt durch die Anordnung des Feldes. Ich würde sagen, wir gucken trotzdem erstmal, wie er hier ablädt, wie er sich macht. Das ist für mich jetzt erstmal gerade interessant. Der Fokus und dann fahren wir selber da oben den Kurs noch selber fertig mit dem Grubbern. Jetzt natürlich ordentlich Steigung bergauf. Hier kann natürlich schön brüllen der Motor. Oh, ordentliche Steigung. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so ordentlich ist. Mächtig gewaltig, Egon. So, jetzt sind wir auch gleich da dann. 2 Minuten haben wir noch, die nehmen uns jetzt mal die Zeit. Da oben ist der Getreidespeicher. Ich finde die Stimmung mit den goldenen Blättern und so, finde ich immer ganz schön noch im Frühherbst oder im Spätsommer. Gibt den Karten hier nochmal so ein bisschen so ein Flair. Und ja.
Also ich finde es schön, dass sie den Seasons Mod jetzt endlich mit reingenommen haben, komplett. Hat was. So, ich traute sich jetzt nicht so richtig rum, ne? So, jetzt. So, hier wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil natürlich jetzt hier der Abladepunkt kommt. So, fährt er von hinten rein, genau. So sucht er sich natürlich seinen Weg, fährt deswegen auch etwas vorsichtiger. Und deswegen habe ich gesagt, tue ich dann lieber bei den Sachen mit ohne, also mit ohne, ohne Verkehr, ohne KI-Verkehr arbeiten. Weil die Citroën 2CVs hier auf der Karte, die sind ja Endgegner. Also Avengers ist nichts dagegen hier. Das ist ein Endgegner hier dann. 2CV. Darum mache ich mir die lieber aus und spare mir den Ärger. GCHB. Group Kooperativ Ut Bonneron. Belleron. Jetzt wird er hier abladen. Ein bisschen näher ran. Ja, du sollst abladen. Mach ihn mal aus. Okay, also hat er jetzt nicht automatisch abgeladen. Warum, wieso, weshalb? Kann ich euch noch nicht sagen, wahrscheinlich. Jetzt fährt er zurück zum Feld 35. Ja, derzeit können wir. Ja, der Drescher wartet schon. Ja, der ist schon ganz nervös. Jetzt können wir hier das Feld fertig gruppern. Der hat ordentlich zu tun, der T9. Ja, das ist hier ein bisschen unser Zubrot, das ist ein bisschen Geld verdienen auch. Ja, ihr wisst ja selber, ohne Moos nichts los. Ja, die Physik spielt ihm hier ganz schnell rein. Machen wir hier den Autodrive-Anzeiger aus. Starten wir gerade ein bisschen. Ja. Ich glaube, hierfür gibt es ja ein bisschen mehr Geld für den, für das große Bit zum Grubbern. Dann sollte sich das auch lohnen. Wir gucken mal. Im Auftragsmenü, was es dafür gibt. 12.000 gibt es dafür. Ja, haben wir gleich geschafft. 3% noch. Fahren wir mal hoch. Machen wir da oben das breite Stück noch. Ich hätte jetzt gedacht, der T9, der hat ein bisschen mehr Druck auf die Pfeife. Aber, okay. Gut, haben glaube ich auch nicht die höchste Motorisierung genommen. Dann wäre das glaube ich auch nochmal was anderes. Aber dafür ist die Gruppe auch nicht gerade das kleinste.
Nur der kleinste. So, abgeschlossen Feld 5, habe ich gerade gesehen. Abgeschlossen Feld 5, können wir jetzt auszahlen lassen. Passt das. So, er fährt jetzt noch zum Drescher zurück. Ist auf dem Weg. Er fährt sich schon etwas leichter. So, jetzt kommt er noch zum Drescher. Weiß gar nicht, kann man die Geschwindigkeiten einstellen hier? Silo leer warten. So, gespannt, ob er. Blinken tut. So, jetzt ist er angekommen beim Feld 35. Geht er direkt abtanken. So, jetzt kommt eine ordentliche Ladung rein. So, ich würde sagen, wir lassen die beiden hier machen und sehen uns in der nächsten Folge und gucken, was wir uns dann widmen. Der grobe Auftrag ist fertig. Ich lasse die jetzt hier noch offscreen fertig machen und dann gehen wir entspannt in den nächsten Monat oder 2 Monate da weiter und widmen uns dann neuen Aufgaben. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin raus. Däumchen wären Träumchen. Abo wäre auch schön. Bis dann. Tschüss.